Das Münchner Haus der Kunst wird von einer Scientology-Affäre gebeutelt. Hintergrund: ausgerechnet der frühere Personalverwalter des Museums ist Sektenmitglied und soll dort gezielt Scientologen als Mitarbeiter eingeschleust haben. Von rund 20 ist die Rede. Was es bedeutet, wenn Scientology eine Institution unterwandert oder in einem Ort die Oberhand gewinnt, das lässt sich exemplarisch in der US-Stadt Clearwater besichtigen. Sie wird vom mächtigen Scientology-Konzern beherrscht. Unsere Reporter Markus Töss und Harriet Kloss haben sich für die Controverse Story dort umgeschaut. Und was sie zurückgebracht haben, das lässt sich am besten mit diesem Wort beschreiben: gespenstisch. Etwa 1 Million deutsche Urlauber kommen jedes Jahr an den Strand von Clearwater in Florida. Doch über diese Brücke, die den Strand mit der Innenstadt verbindet, geht oder fährt kaum ein Tourist. Die City von Clearwater wie ausgestorben. Hier herrscht Scientology. Tom Smith lebt seit Jahren mit seiner Freundin in Clearwater. Es ärgert und beängstigt ihn, was in seiner Heimatstadt vor sich geht. Vor allen Dingen auf dem Festland. Clearwater liegt zwischen der Tampa Bay und dem Golf von Mexiko und ist ca. 50 Kilometer westlich von der Großstadt Tampa entfernt. Die Stadt hat ca. 100.000 Einwohner. Der 52-jährige Radiojournalist will uns zeigen, was ihn ärgert. Und er begleitet uns ins Zentrum. Die Innenstadt wirkt wie ausgestorben. Passanten oder andere Autos sieht man kaum. Ja, das sind alles Scientology-Gebäude. 503 Cleveland Street. Scientology hat den Stadtkern komplett übernommen. Überall sehen wir Logos und uniformierte Scientologen. Egal, wo wir langfahren, sie sind überall. Sie marschieren zwischen Gebäuden hin und her und verschwinden. Was wir sehen, wirkt auf uns sehr militärisch. Nichts erinnert hier an einen Ferienort. Wir versuchen, mit einigen Scientologen ins Gespräch zu kommen. Erfolglos. Sie ignorieren uns. Ich gehe mal jetzt rüber. Anhänger aus aller Welt kommen hier ins spirituelle Hauptquartier nach Flag, wie die Scientologen ihr Mekka nennen. Das Logo Flag ist überall in der Stadt zu sehen, auf vielen Fahrzeugen und auch auf Gebäuden. Hier wollen sie die Lehre des verstorbenen Scientology-Erfinders L. Ron Hubbard studieren. Im Internet wird der amerikanische Science-Fiction-Autor als Erfinder der Dianetik präsentiert. Seine Lehre? Nur sogenannte Titane, eine Art geläuterte Geistwesen, können die Menschheit vor dem drohenden Untergang retten. Um ein solcher Titan zu werden, besuchen die Anhänger teure Kurse und Sitzungen. Mit speziellen Trainingsmethoden könne jeder Mensch ein Titan werden und die Welt von allem Übel befreien, schreibt Hubbard. Wegen dieser Psychotechniken und den enorm hohen Teilnahmegebühren steht Scientology in der Kritik. Das größte und teuerste Gebäude in Clearwater ist das Superpower Building. Wie fast alles in Downtown gehört es Scientology. Laut US-Medien soll der Bau 145 Millionen Dollar gekostet haben. Eröffnet wurde es von Sektenboss David Miscavige mit prominenten Gästen, den Vorzeige-Scientologen Tom Cruise und John Travolta. David Miscavige will mit seiner pseudomilitärischen Organisation eine eigene Welt errichten. Wer dabei stört, bekommt es mit dem sekteneigenen Geheimdienst zu tun, dem Office of Special Affairs, kurz OSA. Hier im zweiten Stock sind die OSA-Büros. Früher hießen sie Wächterbüro. Die haben einfach nur den Namen geändert. Warum braucht eine sogenannte Kirche einen Geheimdienst? Und warum sind hier alle uniformiert? Überall patrouillieren Sicherheitsleute in der City. Warum wird hier alles und jeder beobachtet, wollen wir wissen. Wir fragen nach. Hallo, was machen Sie hier? Ich bin vom Sicherheitsdienst. Für wen? Für die Kirche. Ah, okay. Okay. Ja? Okay.
Im Auto zeigt uns Tom Enthüllungsberichte über OSA. Unter anderem das Formular eines wöchentlichen Berichts der OSA-Chefs an die Führung. Eine der Fragen lautet: Gibt es verdächtige Personen in der Zentrale? Falls ja, wie lautet der Name? Eine Kirche, in der man sich offenbar misstraut, denken wir. Tom ist wütend über diese Rundumüberwachung. Nein, also die Stadt profitiert nicht von Scientology hier. Sie schüchtern die Leute ein und die kommen nicht mehr her. Auch die ganzen Überwachungskameras überall in Downtown Clearwater sind völlig unakzeptabel. Zu Fuß gehen wir Downtown durch die Straßen. Der Weg zum Glücklichsein steht an diesem Haus. Doch alles, was uns auffällt, sind verdunkelte und verhängte Fenster. Nach glücklich sieht das hier nicht aus. Und immer wieder deutet Tom auf Überwachungskameras von Scientology. Was sollen die beobachten? Die hier zeigt nicht auf den Eingang. Eigentlich sollte sie auf die Tür zeigen. Man will ja eigentlich sehen, wer da kommt. Aber sie wollen sehen, was auf der Straße los ist, welche Autos vorbeifahren und wer vorbeigeht. Mit Sicherheit hat das nichts zu tun. Das nennt man Verfolgungswahn. Sie wollen einfach alles kontrollieren. Überall sehen wir diese weiß-blauen Busse. Egal durch welche Straße wir fahren. Sie bringen die Scientology-Mitarbeiter von ihren Unterkünften zu den Schulungszentren. Auch die Busse haben verdunkelte Scheiben. Im Sandcastle Hotel wohnen keine Urlauber. Es ist das luxuriöse Schulungszentrum für wohlhabende Scientologen. Nur für sie fahren die Busse. Passanten oder Touristen sehen wir keine. Auch an der Haltestelle wieder Überwachungskameras. Und auch der Sicherheitsdienst von Scientology ist wieder da. Wir können keinen Schritt gehen, ohne beobachtet zu werden. Ich glaube, sie haben Angst davor, dass Ex-Scientologen oder andere ihnen irgendetwas Böses tun könnten. Aber das bilden sie sich nur ein. Das ist in ihrem Mind, das ist 100% ihre Kreation. Ich habe noch nie gehört, dass sowas passiert ist. Außerdem fürchten sie, Achtung, da kommen die Busse, dass ihre Angestellten die Nase voll haben und wegrennen von diesen Sklavenjobs mit schlechter Bezahlung und vielen Überstunden. Und auch vor der harten Bestrafung für ihre Fehler. Denn manche rennen tatsächlich weg. Das wollen sie sehen, um die möglichen Ausreißer zurückholen zu können. Kann ich als normaler Bürger da mitfahren? Nein, auf keinen Fall. Die sind nur für Flag-Angestellte. Nur für die sind diese Busse. »67 Gebäude auf 10 Quadratmeilen im Wert von mehr als einer halben Milliarde Dollar besitzt die Sekte. Viele davon im Stadtzentrum, darunter Hotels, Trainingszentren, Büros und sogenannte religiöse Refugien. Der Plan von Gründer L. Ron Hubbard, die Stadt Clearwater zu übernehmen, bekannt als Operation Normandie, scheint aufgegangen zu sein.« Von Luke Lyrit haben wir die Adresse einer Frau bekommen, die an der Operation Normandie mitgewirkt haben soll, beim Scientology-Geheimdienst OSA. Hier sollen wir sie finden, in dieser Wohnwagensiedlung, wo Menschen leben, die sich ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten können. Rentner, Lehrer, Taxifahrer oder Handwerker. Und Dee Findlay. Sie ist erst vor kurzem hierher gezogen. Dee zeigt uns Bilder und Erinnerungsstücke aus ihrem Leben. Vor einigen Jahren starb ihr Mann. Nun ist sie finanziell am Ende und musste ihr Haus verkaufen. Eine Altersversorgung hat sie nicht. Das, was sie ruiniert hat, steht im Garten in einem Schuppen.
Was ist das? Scientology-Material im Wert von $10,000. Zwei Drittel sind brandneu, nicht mal geöffnet. Wie alle Scientologen wollte auch Dee ein Titan werden. In diesen Traum hat sie viel Geld investiert. Scientology hat ihr Antworten auf alle Fragen des Lebens versprochen. Für Dee hat sich der Traum nicht erfüllt. Stattdessen Schulden und Verbitterung. Hubbards Kontroll- und Verfolgungswahn wollte sie nicht mehr ertragen. Er war wirklich fies. Er hasste einfach jeden. Für ihn war jeder schlecht. Er war nur negativ. Das konnte ich nicht aushalten. Seit ihrem Ausstieg 2012 fühlt Dee sich nicht wirklich sicher. Sie weiß, wie Geheimdienste arbeiten. Von OSA wurde sie, wie sie uns erzählt, in das Büro eines Lokalpolitikers eingeschleust. Scientology suchte nach Leuten, von denen keiner dort wusste, dass sie Scientologen waren. Sie änderten meinen Namen, nicht illegal, aber so, dass man mich nicht fand und sagen konnte, sie ist Scientologin. Ja, ich war recht erfolgreich dabei. Ich wurde da eingeschleust und freundete mich mit vielen im Büro an. Sie zeigt uns einen Presseartikel von damals. Dieser stellt alle Kritiker der Organisation wie Politiker und Journalisten in Clearwater als Zielscheiben dar, weil sie die Ausbreitung des Sektenkonzerns in der Stadt verhindern wollten. Heute, 40 Jahre später, gibt es kaum noch lokalen Widerstand. Dee Findlay gehört zu den ganz wenigen, die aktiv gegen Scientology in Clearwater vorgehen. Von ihrer Tätigkeit als OSA-Spion wusste nur ihr verstorbener Mann David, sagt sie uns. Every time I come home. Jedes Mal, wenn ich von einem Auftrag nach Hause kam, musste ich mich an alle Namen erinnern. Sie suchten nach Feinden. Und mit wem sind die Feinde in Kontakt? Solche Sachen. Sie meinen Lokalpolitiker, Offizielle? Sie wollten Informationen. So konnten sie schon vorher wissen, wer was macht. Wer könnte Probleme machen? Wer spricht schlecht über uns? Wer könnte uns verklagen? Sowas sollte ich mir merken. Ihre Nachbarn wissen nicht, dass sie vor vielen Jahren dabei geholfen hat, Clearwater in die Stadt der Scientologen zu verwandeln. Heute leidet Dee sehr darunter. Ich fühle mich schuldig, dass ich geholfen habe, Clearwater zu dem zu machen, was es jetzt ist. Ich werde alles übers Internet verbreiten. Ich hatte bisher nicht die Chance dazu. Zurück in der City sind wir wieder mit Tom verabredet. Das Erste, was wir sehen, scientologische Schüler marschieren nach der Mittagspause unter den wachsamen Augen des Sicherheitspersonals wieder zum Unterricht. Laut einer Studie über Clearwater bringt Scientology der Stadt große wirtschaftliche Vorteile, weil sie tausende Arbeitsplätze in der Region unterstützen. Auf den ersten Blick? Nichts zu erkennen. Ein florierendes Stadtleben gibt es jedenfalls nicht. Leere Ladenlokale, wohin wir auch schauen. Warum sind alle diese Geschäfte leer? Es gibt hier kein Leben. Die Scientologen, die hierher kommen, geben ihr Geld fast nur in Flag aus. Und Nicht-Scientologen, die in dieser Region leben, fühlen sich in der Innenstadt von Clearwater unwohl und kommen nicht hierher. Deswegen ist die Wirtschaft hier so schwach und es gibt hier keine Läden. Deshalb kaufen die meisten Bürger in Shopping-Malls außerhalb, wie hier in Bel Air Beach. Doch auch hier entdecken wir Scientologen. Und in einem Buchladen die passende Literatur. Hier werden wir zum ersten Mal von Scientologinnen angesprochen. Vermutlich die Chefin verlangt allerdings sofort von uns eine Drehgenehmigung. Tom macht sie darauf aufmerksam, dass wir uns auf öffentlichem Gebiet befinden. Das ist ein öffentlicher Platz. Und wir wundern uns kaum noch, wir werden wieder gefilmt. Überall Kameras. Yes, security camera.
Die Frauen folgen uns fast bis zum Auto. Na, sie haben offensichtlich vor etwas Angst. Sie wollen nicht gefilmt werden und nicht in die Medien sein. Sie müssen alles berichten. Sie ruft wahrscheinlich jemanden beim Scientology-Geheimdienst in Flag an. Kein Wunder, dass Tom und andere Bürger genervt sind und die Innenstadt meiden. Überall lauert Scientology. Im Wirtschaftsamt, dem Clearwater Economic Department, werden wir erwartet. Durch Tourismus und Industrie gehe es der Region gut, sagt man dort. Den Zustand der Innenstadt versucht Direktor Mike Meidel optimistisch zu sehen. Die Scientology-Kirche hat ein wichtiges, großes Schulungszentrum in der City von Clearwater. Und viele Unternehmen dort gehören auch Scientologen privat, nicht der Kirche. Das macht es schwierig. Anfangs, als die Scientologen hierher kamen, gab es Probleme. Die Einwohner kamen damit nicht klar. Aber ich denke, inzwischen haben sich die Scientologen etwas mehr in die Bevölkerung eingegliedert. Kritik am Scientology-Konzern äußern Politiker offenbar nur ungern. Öffentlich will kaum einer etwas dazu sagen. Aber es gibt Ausnahmen. Karen Williams-Seal, eine von den Bürgern gewählte Vertreterin der Lokalregierung, will mit uns sprechen. Wir fragen sie direkt nach der Situation in Clearwater. Ja, die Scientology-Kirche ist schon lange hier. Ich sage immer, die Innenstadt sollte für alle Bürger da sein. Zum ersten Mal hören wir leise Kritik von offizieller Seite. Unsere Versuche, mit Scientology-Vertretern zu sprechen, schlagen fehl. Als wir einer Tür am OSA-Gebäude zu nahe kommen, bemerken wir, dass jemand sogenannte Audio-Jammer einsetzt. Plötzlich sind unsere Tonaufnahmen und Handygespräche gestört. Und wir machen Bekanntschaft mit der Clearwater Police. Wir hätten unerlaubt das Grundstück betreten, heißt es, und bekommen eine Verwarnung. In bunten Werbepublikationen erscheint Sektenboss Miscavige als Freund der Behörde. Sogar der Polizeichef von Clearwater posiert für ein Scientology-Projekt. Nachts an gleicher Stelle. Die Busse sind immer noch unterwegs. Wir folgen ihnen aus der Stadt heraus. Vor einer Wohnanlage bleiben wir stehen. Filmen können wir nur aus dem Auto. Mit hohen Zäunen und Kameras ist die Anlage streng abgeschirmt. Auf uns wirkt das alles eher wie ein Hochsicherheitstrakt und nicht wie das Hotel von Kirchenmitgliedern. Auf dem Rückweg werden wir plötzlich von der Polizei verfolgt. Das Blaulicht bemerken wir erst nach einigen Kilometern. Sie machen uns ein Zeichen, wir sollen anhalten. Sind Sie hier ohne Licht gefahren oder sowas? Also jemand rief an und sagte, dieses verdächtige Auto ohne vorderes Nummernschild fährt ohne Licht da herum. Gibt es einen Grund dafür, dass Sie ohne Licht fahren? Ohne Licht? Nein, ich fahre nicht ohne Licht. Okay, wie auch immer, jemand nannte Ihr Nummernschild und sagte, Sie fahren ohne Licht. Nach längerer Diskussion dürfen wir weiterfahren. Wer sie alarmiert hat, wollen die Polizisten nicht sagen. Am nächsten Morgen treffen wir uns wieder mit Tom am Strand. Wir wollen uns verabschieden. Wir schildern ihm noch den Vorfall mit der Polizei. Ihn überrascht das nicht. Ein typischer Zwischenfall in Clearwater, meint er. Scientology ist mit unserer Gesellschaft nicht vereinbar. Sie haben ihr eigenes Glaubenssystem. Es unterscheidet sich von allen anderen. Der Außenwelt stehen sie sehr feindlich gegenüber. Sie halten sich für überlegen und denken, sie hätten Superkräfte und besondere Privilegien. Mit einer demokratischen Republik lässt sich das so niemals vereinbaren. Auf dem Weg zum Flughafen lesen wir in der Zeitung, dass Scientology schon wieder ein großes Gebäude in Clearwater erworben hat. Für mehr als 3 Millionen US-Dollar, mitten im Zentrum. Die ehemaligen Eigentümer sagen, einen anderen Käufer habe man nicht gefunden. Wir sind eins. ARD.